So, damit wir herzlich willkommen heute Abend hier zu Star Wars The Old Republic. Mit unserer Saboteurin. Werden wir nämlich mal gucken, dass wir Belsarvus heute mal fertig kriegen. So. Schauen wir mal dezent mal. Hier haben wir sogar noch irgendwas in der Nähe. Das würde ich fast sagen, machen wir mal direkt als erstes. So. So. Wir haben aus Testzwecken tatsächlich die Cam heute mal ein bisschen oben positioniert. Nachdem der ein oder andere den Wunsch geäußert hat, damit doch dezent auch mal den Ingame-Chat abzudecken. Ist das, denke ich mal, eine gute Idee gewesen. So. Haben wir den Chat nämlich dezent einfach mal, beziehungsweise die Facecam dezent mal oben über den Chat gelegt. So. Ach, die haben immer noch den Planeten, glaube ich das. Sauerei. So, dezent erstmal der Straße folgen. Sauerei, Sauerei. So. Oh. Wie mir scheint, waren wir bei etwa 99% stehen geblieben. Also ganz knapp vom Level ab quasi. So. So, auch heute wieder, ne? Habe ich jetzt, glaube ich, zwar nicht in den Stream-Titel mit reingeschrieben, aber auch heute wieder Pet-Giveaway, ne? Wer also noch kein Haustier haben sollte, ruhig mal Bescheid geben. Wir geben heute wieder das ein oder andere dann raus. Wenn dementsprechend der Wunsch danach ist. So. Und ganz wichtig nochmal, Info an euch da draußen, bis 30.11. läuft unser Gewinnspiel noch, ne? Also unbedingt nochmal auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen und das Gewinnspiel-Video nochmal angucken. Oh, verdammt. Ich will gut aussehen. Die Chance würde ich mir an eurer Stelle dann nicht entgehen lassen. Na, komm schon. Ah, direkt Level up. So muss das. Hatte sogar recht mit 99% oder sogar mehr als 99%. tatsächlich hatte ich auch schon überlegt, als nächstes nochmal einen Chiss-Charakter zu spielen. Aber auch auf machtintensiver Seite. Bin mir allerdings noch nicht so ganz sicher, was genau. So. Wir müssen, wie gesagt, tatsächlich mal gucken, hier sollte man noch irgendwas machen. Wie genau wir quasi, oder was wir als nächstes spielen, wenn wir mit unserer Saboteurin durch sind. Denn, auch wenn die Beteiligung noch nicht, auch da nochmal kurzer Hinweis auf unser Umfragevideo auf YouTube. Wir sind immer noch so ein bisschen an der Entscheidungssuche, was wir im Anschluss an die Classic Story Quest weiterspielen. Ob diesen Charakter quasi bis Level 75, also bis Max-Level gerade spielen. Oder ob wir ab der Classic-Story-Quest nochmal einen neuen Charakter anfangen. Momentan, durch die doch noch einigermaßen geringe Beteiligung, steht es momentan zu 100% für eine neue Klasse. Dementsprechend, oh. Ah, verdammt. Dementsprechend werden wir nach Stand jetzt dann im Moment erstmal noch eine neue Klasse tatsächlich anfangen. Wenn der Stand so bleiben sollte. So. Na, komm schon. So. Vielleicht kann ich das sogar miteinander verbinden. Und dementsprechend nochmal eine Chiss-Klasse spielen. Quasi als nächstes Projekt dann. Müssen wir dann mal sehen, wenn wir da so weit sind. Hab ich das? Na komm, stirb halt. So. Ah, sehr schön. Muss man nämlich dann tatsächlich dann mal gucken, was wir dann, wie gesagt, als nächstes machen. So, jetzt müssen wir erstmal geradeaus durch den Durchbruch durch, wie es aussieht. So. Mal gucken, was die Auslastung sagt. Hm, okay. Aha, dunkle Seite wird stärker. So muss das. So und nicht anders.
So. Ich bin tatsächlich auch noch so ein bisschen am Überlegen. Wir hatten ja letztens nochmal ein Onslaught-Special gemacht auf Republik-Seite. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht nochmal ein Special machen und auf imperialer Seite nochmal den zweiten Weg gehen. Auf dem ersten Weg im imperialen Onslaught, was wir gespielt hatten, sind wir ja zum Imperium zurückgekehrt. Dementsprechend ist die Handlung dementsprechend natürlich auch verlaufen. Es gibt wohl auch noch die Möglichkeit, bei der Allianz zu bleiben. Und dementsprechend soll sich wohl auch so ein bisschen die Handlung verändern. Könnte man also rein theoretisch auch nochmal machen. Ah, das werden wir wahrscheinlich hier irgendwo abgeben müssen, oder? Ah ja, sehr genau. Könnte man also rein theoretisch auch da nochmal ein kleines Special von machen. Es ist erledigt. Ich habe den Schlüssel zu den Sicherheitskraftfeldern. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sich die Nachricht von Gollens Tod verbreitet. Ruger ist endlich verwundbar. Wenn ihr bereit seid, können wir seinen Feldzug beenden und dieses Landegebiet endgültig sichern. Und Belsarf ist dann hoffentlich bald verlassen. Sagt mir, wo dieser Gesetzeshüter ist und unsere Probleme sind gelöst. Ruger und seine Männer sind in einer Wachstation. Er fühlt sich dort sicherer als in der Hauptaufnahme. Verwendet den Sicherheitsschlüssel, um ihre Schilde auszuschalten. Meine Teams werden Rugers Verstärkung den Weg abschneiden. Keiner kommt rein oder raus. Wir verschaffen euch Zeit zum Arbeiten. Stellt bloß sicher, dass Ruger nicht entkommt. Als ob wir so unprofessionell wären, dass wir ein Ziel überleben oder beziehungsweise sogar entkommen lassen. Ich habe lange darauf gewartet, Alice Ruger in die Finger zu bekommen. Seine Männer wissen, was im Kampf zu tun ist. Wenn wir sie überrumpeln, wird der Schreck nicht lange währen. Das ist seine Festung. Bringt alles, was ihr habt, und jeden Verbündeten, dem ihr traut. Wir werden keine zweite Chance bekommen. Das klingt schon mal gut. Das klingt zumindest schon mal, als ob wir in Richtung des Abschlusses dieser Questreihe kommen. Wäre natürlich schon mal nicht so schlecht. So, dann würde ich fast sagen, machen wir die direkt mal. So, dass wir eventuell zumindest einen Story-Strang schon mal fertig kriegen. Dementsprechend können wir uns dann dezent nochmal auf den anderen konzentrieren und hoffentlich fertig oder abschließen, so rum. So. Ich werde tatsächlich mal gucken, ob ich morgen die Zeit mal finde für unsere Jedi-Botschafterin auf dem Star Wars Let's Play morgen mal ein paar neue Folgen zu machen. Dementsprechend kann es sein, dass es morgen wieder eine ganze Reihe an Uploads morgen gibt. Wie gesagt, den Stream von heute dann auf jeden Fall, also die neuen Folgen gerade. Und sofern ich es zeitlich schaffe, dann wie gesagt morgen auch neue Folgen für unsere Jedi-Gelehrte. Jetzt aber nichts wie hoch. So. Ah ja, das habe ich nämlich gedacht, dass wir nochmal eine Killquest kriegen. So, sehr schön. Kaliu tut mal etwas. Bisschen Merch verteilen. So. So. Ich habe mir tatsächlich auch schon mal ein bisschen was einfallen lassen. Da wir auf Twitch, also langsam auch sicher schon den 100 Followern näher kommen, habe ich mir überlegt, bei den 100 tatsächlich dann nochmal ein Special zu machen. Also da wird es
Aber da wird es wahrscheinlich auch nochmal ein Gewinnspiel dann quasi geben als Dankeschön. Ich habe da schon mal ein bisschen was organisiert, das habe ich schon mal auf Vorrat. Dementsprechend können wir dann immer öfter mal jetzt mal auch mal ein paar Gewinnspiele machen. Ah, ich dachte, hier ist noch irgendwas. Kommt dann quasi das erste schon wieder an euch zurück. So. Ah, sehr schön. Wie gesagt, bis 30.11. läuft jetzt das Gewinnspiel erstmal noch. Für die Sammeltassen. Wie gesagt, die werden wir am 30. dann abends im Stream dann auslosen. Also sprich, die Gewinner ziehen. Und die Tage darauf werde ich es dann mit der Post verschicken. denn es soll ja natürlich logischerweise vor Weihnachten dann noch bei den Gewinnern ankommen. Da waren es noch drei. So. Muss ich tatsächlich aber nochmal gucken, wie wir das auf YouTube am besten machen. Ich denke mal, am sinnvollsten wäre es irgendwie, wenn die Gewinner sich auf YouTube dann irgendwie vielleicht entweder dann abends nochmal im Stream direkt nochmal melden oder im Discord bei uns. Denn auf YouTube gibt es leider nicht mehr die Möglichkeit, direkt Nachrichten zu verschicken. Dementsprechend wird das ein bisschen tricky, da die richtigen Gewinner dann quasi zu kontaktieren, um die Adressen für die Post zu bekommen. Weil nicht, dass irgendeiner auf die glorreiche Idee kommt, quasi sich als Gewinner zu melden, ist gar keiner von den Gewinnern. Da muss ich tatsächlich nochmal gucken, wie wir das am besten da hinkriegen. So. Wird dann quasi gleich nochmal so ein Erfahrungsschatz für mich. Da das das erste Gewinnspiel ist, was wir machen, sind das gleich nochmal wertvolle Erfahrungswerte, die ich da sammeln kann für die nächsten Gewinnspiele. Habe ich das? Also mit uns K.O. schlagen haben es die Gegner irgendwie. Das machen die irgendwie zu gerne. Und so eine Backpfeife zu verpassen, dass wir direkt K.O. sind für ein paar Sekunden. So, die lassen wir mal stehen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Ah, sehr schön. So, wollen wir uns mal dem entledigen. Tja, nun. Ihr könnt auf zwei Arten hier verschwinden. Imperialer Lakai. In Ketten oder mit den Füßen voran. Weder noch. Mit seinem Kopf in unseren Händen. Nichts geht über einen guten Mord. Möglicherweise sterbe ich, aber es wird ganz sicher kein Genuss für euch. Hm. Ah, verdammt, ich dachte, wir können uns noch... Ich hatte gehofft, wir können uns vorher schnell nochmal tarnen, damit wir nochmal einen extra Crit-Treffer landen können. Habe ich das? Die wird sich nicht erheilt. So eine Sauerei, da will er sich ernsthaft nochmal heilen, glaube ich das? Unverschämter Kerl. So. In Ordnung. Spart euch eure Schadenfreude. Bringen wir es hinter uns. So. Schließt euren Frieden. Es ist vorbei. Wir sind mal gnadenvoll. Ruger! Alice Ruger, bitte melden! Hier Wärter Gral! Wir stehen unter Beschuss. Wie ist euer Status? Tot. Schlechte Neuigkeiten, Wärter. Ihr werdet euch einen neuen Friedenshüter suchen müssen. Moment, Moment! Wir können darüber verhandeln. Ich kenne euch.
Ich habe euch auf den Kameras gesehen. Ihr gehört zu den Imperialen. Was wollt ihr? Naja, so ein paar Millionen Credits wären gut. Kriegen wir aber helle Seitepunkte. Naja, komm, wir bleiben mal bei dunkler Seite. Mein einziger Wunsch ist es, euer Gesicht zu sehen, während ich das hier tue. Mitten ins Gesicht. Ihr Monster! Alice Ruger! Er war die letzte Hoffnung für Recht und Ordnung auf Belzavis. Tja. Das werde ich nicht vergessen. Werter Gral, Ende. Wunder, dass der ins ganze Bild gepasst hat, so breit und fett wie der war. Hat das ganze Bild eingenommen. So, wunderbar. Können wir wahrscheinlich wieder bloß hier raus müssen. Sehr schön. Ich werde auch mal gucken, dass ich die Tage eventuell noch mal ein bisschen Zeit freischaufle und unser Flashpoint-Special mal weitermache. Das hinkt tatsächlich sogar noch ein bisschen weiter hinterher als unser Let's Play mit der Jedi-Gelehrten. Werde ich da wahrscheinlich dann als erstes mal ein bisschen Hand anlegen müssen. Um wieder ein bisschen aufzuholen. So. Sollen wir zurück zur Basis? Ach du Gott. Komm mal rein, theoretisch. Hätte ich das eher gewusst, dass wir wieder zur Basis müssen, hätten wir uns gleich dahin teleportieren können. Ja. Auf geht's, ab geht's. Gut, dass der Cooldown von dem Teleport nicht allzu lange ist. Ich will gut aussehen. So. Wollen wir mal. Können wir wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen Schrott verkaufen? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ah ja, ist das schön. Braucht man nicht und braucht man nicht. Leben Sie bei, wohl. Bei Gelegenheit auch mal ein paar Begleitergeschenke wieder einlagern. Könnte man nämlich dezent auch mal wieder machen. Ja, wie gesagt. Die dezenten Nebenquests werden wir erstmal ignorieren, damit wir hier so schnell wie möglich erstmal runterkommen. So. Da wird schon wieder einer erwürgt. Mitarbeitermotivation 2.0. Wir kommen im Jahr 2019. So. So etwas erlebt man nicht häufig. Wir waren halb so viele und haben ihnen dennoch den Garaus gemacht. Ruger muss außer sich gewesen sein. Es war sicher ein Nervenkitzel, sein Leben auszulöschen. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde unser Landegebiet sichern und den Aufstand schüren. Wenn ihr mich nun entschuldigt, die Pflicht ruft. Ich muss den Kontakt zu Commander Kalum wiederherstellen. Lord Medices, bitte kommen, Lord Medices. Ich bin hier, Commander Kalum. Was wünscht ihr? Alice Ruger hat unser Signal blockiert. Eure Männer haben den Kontakt wiederhergestellt, als er erledigt war. Aber von unseren anderen Einsatzgruppen habe ich nichts gehört. Wir müssen Captain Vendorn erreichen. Unsere Mission ist immer noch in Gefahr. Ich hatte schon die Hoffnung, wir sind hier fertig. Ich habe Ruger besiegt. Die Republik hat mit dem Aufstand zu tun. Was gibt es noch? Die Republik ist in diesem Gefängnis womöglich unsere geringste Sorge. Lord Medices hat recht. Deshalb wird er das Landegebiet gegen weitere Einmischungen der Republik sichern. Ihr sucht die Einsatzgruppe. Captain Vendorn wurde zuletzt im Sicherheitsbereich gesehen. Findet sein Lager, aber Vorsicht! Die Republik führt mit den Häftlingen dort seltsame Experimente durch. Da sind wir wieder bei menschlichen Experimenten, ne? Ausnahmsweise sind es aber mal nicht die Imperialen, die die Experimente durchführen. So. Sind wir aber anscheinend tatsächlich mit dieser Storyline doch noch nicht durch. So, ist das hier in der Nähe irgendwo? Nee. Alles weiter weg. Alles etwas weiter weg tatsächlich.
Dead by Daylight kenne. Ja, tatsächlich. Ich habe es tatsächlich auch in der Beta schon gespielt gehabt. Ist aber schon eine ganze Weile her. Also mittlerweile fehlen mir da so viele DLCs, dass ich da wahrscheinlich erstmal eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen müsste, um mir die ganzen Killer wieder zu kaufen. Das Spiel an sich finde ich gar nicht schlecht. Allerdings, wie gesagt, diese DLC-Politik mit den Killern finde ich nicht so cool. Aber wenn man mal durchrechnet, was man da jetzt quasi für das Spiel bezahlen müsste, um auf dem aktuellen Stand zu sein, bin ich nicht so ein Freund davon. Zeige alle autorisierten Ziele an. Reiseroute bestätigt. Aber macht tatsächlich Spaß. Skerr, grüß dich, schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ja, aber macht aber tatsächlich, finde ich persönlich am meisten Spaß, wenn man es in einer Gruppe spielt, tatsächlich. Gerade wenn man quasi in einer Vierergruppe die Überlebenden nachher spielt. Werden wir uns vielleicht im Zuge der, der ein oder anderen Horror-Games, die wir dann auch irgendwann mal spielen wollen, vielleicht auch mal angucken. Da könnte man ja rein theoretisch dann sogar eine Community-Edition draus machen. Ja, tatsächlich war es mal notwendig. Der Bart war schon ein bisschen dolle lang. Dementsprechend musste es mal wieder runter. So. Ist mal so ein bisschen das Problem, wenn man sehr dunkelhaarig ist, ja, man wird sehr schnell grau. Und dementsprechend, je länger der Bart wird, desto weißer wird der Bart dann auch irgendwann. Ich möchte ja nicht Gefahr laufen, dass man mich schon für 50 hält. Jetzt aber nichts wie hoch. So. Kann sich die Killer freispielen? Ah, okay. Ah, okay. Das ist gar nicht mal schlecht zu wissen. Ah, ist glaube ich diese komischen Blutpunkte oder so, ne? Die man sich da freispielen könnte. Ah, müsste man sich vielleicht auch mal anschauen. So, quatschen wir mal Monsieur Hungerhaken hier an. Captain Vendorn, Commander Kalum hat mich zur Unterstützung geschickt. Einsatzgruppe 4 heißt euch willkommen. Ich freue mich, berichten zu können, dass unser Häftlingsbefreiungsprogramm erfolgreich verläuft. Wir hatten nur einen winzigen Rückschlag. Wirklich. Wisst ihr, die Häftlinge hier, das sind Banden von tobenden Fremdlingen. Sie waren Teil eines ehemaligen republikanischen Experiments. Die Banden greifen die Republik wie geplant an. Aber sie haben es auch auf unsere Jungs abgesehen. Jetzt befindet sich eine große Anzahl an durchgedrehten Fremdlingen zwischen uns und den Schreckensmeistern. Wir sind mal alle was gegen Fremdlinge haben, ne? Wir sind auch ein Schiss, wir sind auch eine Fremdlingsrasse. Normalerweise müssten wir jedem direkt eine Ohrfeige geben. Naja, genau, wir fragen mal. Höre ich da eine Spur von Abneigung gegen Nichtmenschen heraus, Captain? Nur gegen die Kriminellen unter ihnen. Ich würde niemals jemanden eures Standes mit diesen... Ja. Entschuldigt mich. Will ich auch meinen, mein Freundchen. Captain Vendorn. Tot? Alle? Nein, das ist unmöglich. Genug mit dem Geschwätz und... Sergeant! Sergeant! Die Fremdlingsbanden haben Einsatzgruppe 4 ausgelöscht. Einmal mit Profis. Wir haben die Kontrolle über diesen Flügel verloren. Nur einmal mit Profis, das wäre schon cool. Selbst ein Kind hätte die Gefahren vorhergesehen, die eine Horde wild gewordener Fremdlinge mit sich bringt. Ich habe nur Commander Kalums Befehle befolgt. Aber noch können wir es in Ordnung bringen. Ich wusste, dass diese Fremdlinge brutal sind. Deshalb haben wir sie freigelassen. Aber wir sind zu weit gegangen. Besiegt ihre ranghöchsten Banden und schüchtert die Fremdlinge ein. Dann können wir die Schreckensmeister evakuieren. Jetzt werde ich zeigen, wie man so etwas beim Geheimdienst handhabt. Danke. Feuert auf die Gamorreaner, die Anomiden und die Gant. Das ist der übelste Abschaum in dem Haufen. Tötet genügend Mitglieder jeder Bande und sie werden lernen, das Imperium zu respektieren. Sie werden leiden. Sehr schön.
So, was sagt denn unser Level überhaupt? 63 schon. Ach du Heilige. Wie wir mal einfach mal übelst massiv schon vorgelevelt sind. Flashpoint Kolikoiden. Was haben wir hier also in der Nähe? Ist alles relativ verstreut, wenn ich das sehe. So. So. Ah, die ersten sind hier unten schon, wenn ich das sehe. Das Problem ist bloß, hier ist gerade einer Lanky-Large. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich gleich um die Mobs prügeln müssen. Ah ja, das habe ich nämlich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Jetzt aber nichts wie hoch. So, die machen wir mal als erstes gleich. Damit ja keiner auf die Idee kommt, uns hier noch die Ziele zu klauen. Nicht, dass hier einer auf die Idee kommt, uns die Ziele wegzuklauen. Ja, das Gute ist, die gehen relativ schnell. So, wir haben noch eine Bonus-Quest, wenn ich das richtig sehe. Richtig? Gantt-Ausrüstung. Ah ja, haben noch eine Bonus-Quest gekriegt. Wir haben eine Bonus-Quest noch bekommen. So, da waren es noch drei. Gut, dass wir wenigstens hier nicht allzu viele extra von liquidieren müssen. Die machen aber auch immer Geräusche, diese Gamorianer. Tommy Manzi, grüß dich und danke für dein Follow. Herzlich willkommen. So. Machen wir den hier schnell noch weg. So. Jetzt schon mal einen Blick auf die Uhr werfen. Ich will gut aussehen. Ich will nicht verpassen, die nächste Folge dann zu starten. So. Müssen wir bloß auf die andere Seite, wie es mir scheint. So. Schauen wir mal. Jetzt habe ich vorhin extra schon mal an der Lautstärke rumgespielt, an den Alerts. Jetzt bin ich trotzdem wieder erschrocken. Mir scheint, ich muss tatsächlich nochmal im Nachhinein die Lautstärke nochmal ein bisschen anpassen. So. Ich will gut aussehen. So. Was hier noch schnell? Alexi, grüß dich! Ja, wie gesagt, dienstags und donnerstags regulär immer, ne? Also da kann man sich eigentlich drauf verlassen. Der Rest der Woche ist meistens immer random. Je nachdem halt, ob ich Zeit finde und wie ich Lust habe. Aber dienstags und donnerstags ist immer fest. Also die Zeiten sind auf jeden Fall die Woche immer geregelt. Wie gesagt, auch wenn es das ein oder andere Mal vielleicht ein, zwei Minuten später anfängt. Das ist dann meistens, wenn unerwartet nochmal ein Update oder irgendwas kam. Das muss ich dann vor 20 Uhr noch schnell ziehen. Aber ansonsten fangen wir eigentlich meistens um 20 Uhr regelmäßig an.
Sehr schön. So, gehen wir mal kurz in Tarnmodus. Dann würde ich sagen, an euch da draußen auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen, denn die Uhr sagt wieder Folgenpäuschen. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gerne ein Däumchen da lassen. Abo ist auch ganz gern gesehen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.